Willkommen also zum Rückblick auf den 30. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga, aufgezeichnet am Dienstag, dem 9. Juni 2020. Gestern war halt der Abschluss mit der Partie HSV gegen Kiel und war natürlich ein sehr unterhaltsames Spiel und dann haben wir eben auch endlich mal wieder einen Treffer oder so. Es war ja dann schon die ganze Zeit, dass man jetzt auch noch diese Under und Over dann immer vertauscht oder so hat. Also sprich, jedes Under ist ein Over und jedes Over ist ein Under. Irgendwie so in diese Richtung. Und dann, was ändert das, wenn man jetzt immer selbst beteiligt ist bei einem Spiel zum Beispiel, also man spielt Backgammon oder Schach oder Poker oder was auch immer, dann würde man ja, oder Fußball selbst oder was auch immer, dann würde man ja verstehen, dass der Aspekt, das Selbstvertrauen zu verlieren, eine Rolle spielt. Aber beim Wetten kann man sich das ja nicht vorstellen. Was soll es sein? Also ich meine, klar, man trifft nochmal nicht, okay. Aber Selbstvertrauen, was hat das für einen Einfluss jetzt auf die Spieler da unten? Ich meine, es gibt halt immer wieder diese Strähnenläufe und wo natürlich keiner so richtig Antworten darauf weiß, beziehungsweise, habe ich natürlich dann trotzdem Erklärungen dafür gefunden oder relativ einfache, dass es natürlich im Grunde immer die ganze Zeit halt schwankt, also es geht eben rauf und runter. Sagen wir mal, die unspektakulären Verläufe, wo es eben harmlos schwankt, also im normalen Rahmen, die registriert man halt nicht. Und die positiven Läufe sind eben natürlich, klar wird man sich jetzt an das sehr Positive sehr gerne und gut erinnern, aber den leicht positiven Verlauf, den empfindet man viel weniger, weil man eben das sozusagen dann abhakt, während man eben den, also heftig positiv würde man natürlich schon spüren, wenn jetzt einfach hintereinander jedes Spiel trifft, aber eben das ganz leicht positiv, das registriert man nicht, während man das ganz leicht negativ eben dann sehr schnell zur Kenntnis nimmt. Also sprich, eins richtig, eins falsch, noch eins falsch und auch eins davon mit Pech oder wie auch immer und das aber mit Gewonnene, mit Glück oder so. Und dann wird es halt sehr schnell schon, ja siehst du, es läuft überhaupt nicht oder so. Und das ist natürlich dann häufig übertrieben. Aber prinzipiell ist natürlich die Wahrnehmung dann von diesen Läufen, also die halt immer stattfinden und im Extremen, dann eben wahrgenommen werden und dann eben, ja, was ist denn das eigentlich, ein Lauf oder so ungefähr. Und und manchmal bleibt er dann halt auch erhalten sogar, was ja dann, dann staunt man eben mehr, natürlich eben bei dem Positiven sozusagen, ja, nimmt man es gerne hin und übertreibt das halt auch nicht so, sondern hat halt einfach ein gutes Gefühl, wie auch immer und würde aber nicht jetzt sagen, es läuft wie Sau, also ich meine, es läuft so fantastisch, sondern ja, war in letzter Zeit ganz okay, so ungefähr. Gut, also wie auch immer, jedenfalls, wenn ich das Wochenende rekapituliere, stelle ich eben trotzdem fest, dass, die Verläufe waren eben ungünstig, aber von den Seiten, die eben waren, oder auch Over-Under, war es eben qualitativ natürlich eben nicht toll, sondern da waren wir jetzt wirklich mal an der unteren Grenze, aber es war eben auch nicht katastrophal. Und das würde ich natürlich viel eher mal erwarten, dass man sozusagen jetzt tatsächlich überall falsch liegt. Also, weil einfach die Qualität war für mein Verständnis ein bisschen zu hoch. Das kann ich dann auch vergleichen. Wenn man sozusagen, ich weiß ja, dann würde ich sagen, ja, ich bin zufällig, war ich wieder auf der richtigen Seite oder so. Also das würde ich eben nicht da über 60% gute Wetten erwarten. Also von daher, wie gesagt, wenn man anfängt, das so ein bisschen differenziert zu sehen, dann auch das letzte Spiel gewonnen und so, dann sagt man, eigentlich ist ja gar nichts so Dramatisches gewesen. Zumal eben, wie gesagt, die Qualitätsmessung jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe da oder so, dass man jetzt daneben liegt, was eben viele vielleicht
Also da kann ich jetzt nicht sagen, wer bei mir jetzt und mitgemacht hat oder wie auch immer, der ist dann jetzt enttäuscht oder Geld weg, was auch immer. Aber wie es anderen Leuten geht und ob sie dann eben, also ja, da muss ja jeder sehen, wo er dann steht und ob es jetzt auch schlecht läuft. Aber ob man dann eben auch wieder die mögliche Fehlinterpretation gleich zu Hilfe nimmt und eben sagt, ja, durch Corona, da blickt ja gar keiner mehr durch. Also sprich, man hat jetzt halt auch einen schlechten Lauf oder wie auch immer, kommen ein paar Spiele da, gehen daneben. Dann sagt man, ja, das ist blöd, ich hätte gar nicht und wusste ich doch vorher schon, dass alles ganz anders ist und ist doch klar, dass man dann nicht gewinnen kann. So ungefähr, dass man dann also diese Erklärung herbei bemüht. Und das wäre ich natürlich bereit zu tun, in dem Moment, wo eben diese Abhängigkeit gegeben wäre, dass die schlechten Wetten oder verlorenen Wetten halt auf schlechte Qualität zurückgehen. Oder dass eben ein gewisser Trend zu beobachten ist, der sich eben bestätigt und wo der Computer nicht reagiert und ich dann halt auch nicht reagiere und dann eben ein paar Mal blindlings irgendwo reinlaufe oder so. Und das ist aus meiner Sicht nicht gegeben, zumal ich eben jetzt, also ich gucke ja halt die Quoten noch so die Woche über an oder mit mir, also dauernd. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass die Leute, die meisten trotzdem die wie normal machen, wie sie immer waren. Also den beobachteten Effekt eben nicht so sehr mit einbeziehen. Also sprich, wenn man jetzt an den glauben würde, könnte man das vielleicht so ausnutzen. Es muss sich dann eben auch noch bestätigen. Aber ausgerechnet zweite Liga waren ja jetzt am Wochenende plus 5 Tore. Na gut, jetzt bin ich schon wieder hier. Also so, dass insgesamt jetzt doch wieder auf diese beiden Ligen zumindest ein Vorteil ist. In Österreich war ja sowieso keiner. Also das war ja sensationell schon, die Saison. So, also das müsste jetzt eben absolut tagesaktuell sein. Und ich glaube, wir waren eben dann schon mal, naja, auch mal über 30 und dann auch mal wieder unter 20. Also ich meine, ich mache trotzdem die Bemerkung dazu, dass es am Saisonende, also jetzt hatte ich ja dieses Frankfurt-Spiel, das habe ich mich ja selber dann kritisiert für, also ich meine, es ist dann nicht eben, dass man verloren hat und dann eben sagt, ja, war doch klar und oder irgendwie so, oder sich dann eben, sagen wir mal, überkritisch, weil das einfach normal ist, dass man auch mal halt die falsche Seite hat, ohne jetzt immer gleich da nach Erklärung zu suchen, was eben das Überinterpretieren dann ist und dann sich sozusagen Erklärungen aus den Fingern saugt und dann versucht noch die zu nutzen, die Erkenntnisse. Und im Prinzip war gar keine Erkenntnis weiter, außer du hast halt mal ein Spiel falsch. So, aber da würde ich mich trotzdem für kritisieren, aber es ist eben eine der Sonderfälle gegen Saisonende. Also das gleiche Spiel hätten wir eben nicht gesehen, vielleicht am 18. oder 12. Spieltag oder so, selbst wenn Doppelbelastung oder was auch immer gewesen wäre. Aber trotzdem, es kann immer noch zufällig sein, aber ich finde halt eben schon, dass jetzt eben ein bisschen dieses, halt das war ja noch das Nachholspiel im Mittwoch und es war ja halt dieses Pokal und so weiter, was eben ansteht. Und Derby könnte man zwar auch ein bisschen speziell nennen, aber halt, also heim, auswärts so ein bisschen. Also wie auch immer, jedenfalls da so eine Spiele, nicht dieses Spiel, sondern Spiele, die eben einen speziellen Charakter haben, die wird es eben häufiger geben. Von daher ist also jetzt unabhängig Corona, Zuschauerfreiheit, Heimvorteil, wissen wir nicht so genau und so weiter, ist also immer in dieser Saisonphase nicht nur größere Vorsicht, sondern einfach letztendlich weniger Verlässlichkeit für Computerzahlen. Weil eben spezielle Überlegungen Vorrang bekommen, die eben tatsächlich dann relevant sind. Also was eben jeder dann auch zitiert oder so. Und also ich habe zum Beispiel mal ganz früh in der Anfangsphase, weil manche sagen ja immer gerne diese Anekdoten oder so, und dass man eben so bestimmte Beobachtungen macht oder so. Und dann habe ich eben ganz früh mal so Europapokalspiele, also da habe ich ganz tiefe Datenanalysen zurück bis 1985, glaube ich,
alle Ergebnisse ausgewertet, da ist vorhergesagt, was weiß ich, was alles gemacht, um eben zu Erkenntnissen zu kommen. Und wenn jetzt eben eine estnische Mannschaft gegen mazedonische oder was dann eben für Paarungen oder sowas waren, wo die, oder Finnland gegen, oder also wo die sich überhaupt nicht kennen und 2000 Kilometer manchmal reisen müssen, nicht jetzt bei dem, aber wo es halt so eine Sachen gibt und man sich dann fragt, wie man diese Spieler eigentlich einschätzen soll. Und dann habe ich eben so eine Erkenntnis gewonnen oder eine Beobachtung gemacht oder wie auch immer, dass ich mit einer Mannschaft mit den Datenanalysen sozusagen nicht einreden kann, dass sie Favorit sind. Also sprich, sie fühlen sich dann nicht als Favorit, selbst wenn es nach Zahlen, nach den Ländererfolgen von diesen und Vergleich dieser Länder gegeneinander und so weiter, selbst wenn es da gerechtfertigt wäre, dann lassen die sich nicht einreden, da Favorit zu sein und sind es dadurch einfach nicht, selbst wenn es eben eine Rechtfertigung gäbe. Also so kann man eben auch hier manchmal sagen, ja, wenn die das halt nicht so empfinden oder das Spiel einfach jetzt nicht diese Bedeutung, wie auch immer, dann lassen sich nicht von dem Computer hier zu irgendwas, zu einer Einschätzung überzeugen. Abgesehen davon, dass sie also sozusagen teilweise halt selber auch, den Markt dann kennen, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt nicht vorsichtig formuliert, aber so ein bisschen, also ich will jetzt eben nicht sagen, dass die da alle zocken oder sonst was, aber trotzdem, dass sie dann manchmal interessiert darauf gucken. Also ich glaube auch, dass die Spieler sich sehr dafür interessieren, wie ihre Bewertungen im FIFA-Spiel sind da, also in dieser Computersimulation, Xbox oder PlayStation. Also, dass sie dann schon sich daran ein bisschen orientieren, schon eher, also dass dann manchmal so, hast du gesehen, ich habe eine 84, du hast nur eine 83, so ungefähr, ich bin der bessere Spieler, dann könnte man vielleicht schon manchmal so, auch der lässt sich das einreden, plötzlich Selbstvertrauen gewachsen und der ist dann tatsächlich besser, so ungefähr. Also, es gibt da ein bisschen komplizierte, komplexe Überlegungen und Erwägungen und also das habe ich jetzt nur mal nebenbei ein bisschen erzählt, aber es wird ja definitiv jetzt auch Spiele geben, die eben einfach zahlenmäßig nicht so gut zu bewerten sind und das gebe ich nur vorab zu bedenken. Ich werte das weiterhin jetzt mit einer Einheit aus und so weiter und wenn es halt runtergeht, bloß man hat eben die Chance, sich natürlich hier sowieso bei Corona, da habe ich glaube ich gesagt, ein Viertel müsste ich immer dann, müsste jetzt so eine Outtakes, Clips und sonst was hier zusammenstellen, wo ich alte Kommentare von mir, aber dieses ganze Schneiden und sowas kann ich jetzt nicht auch noch machen. Müsste ich Unterstützung haben. Ich habe, glaube ich, ein Viertel so ungefähr gesagt, dass ich also, selbst wenn man jetzt so lange nicht hat spielen können und so weiter, dann sind die Bedingungen eben doch so besonders, dass man eben, dass es einfach nichts nützt, jetzt auf Gedeih und Verderb hier Geld reinzuwerfen oder so. Mhm. Nur weil man sonst nichts zu tun hat, was natürlich Quatsch ist, aber B, weil man eben jetzt so eine lange Durststrecke irgendwie hinter sich hatte. Also nicht Durststrecke im Sinne von viel Geld verloren oder nichts gewonnen, sondern im Sinne von lange nicht spielen können. So, jetzt gehen wir endlich mal rein. Also die 3,53% sind halt aktuell natürlich, ja, also das ist eben, je kleiner dieser Prozentsatz, umso mehr kann man ihn kritisch sehen, weil man sagen kann, na, offensichtlich kannst du ja in 2 Wochen von 6 auf 3 oder ne, dann kannst du auf minus 5 gehen oder minus 20. Ich habe natürlich immer Anekdoten bereit, aber da hatte ein Mensch mal eine Saison lang so viel Glück. Und dann hat er gesagt, na klar, weiß ich, dass ich Glück hatte. Er hat 80% gewonnen vom Umsatz, aber ihm hätten 20% zugestanden. Weil seine Wetten waren so gut. Ich meine bloß, wenn man diese Schwankung zulässt von 80 auf 20, dann würde ich sagen, na, du könntest aber dann auch von 20 auf minus 20. Das alles nur, also das ist mir zu volatil. So, aber wir sind eben immer irgendwo in diesem Bereich und wenn man mich vor der Saison fragen würde, natürlich will ich nicht jetzt auch nicht so großen Schwankungen ausgesetzt sein, auch eben im Vorführeffekt, wo ich jetzt sage, guckt mal hier oder so und dann geht es halt rauf runter und dann sagt man, naja und dann ist halt in 2 Monaten ist alles wieder weg oder sonst wie, dann funktioniert es ja auch nicht, aber ich würde halt vor der Saison sagen,
3% sind halt super. Also sind eben super. So. Und ich meine, dieses Flat, wie ich hier sage, und Early Market, das ist eben alles Dinge, die natürlich hier kosten, weil wir eben schon die Möglichkeit haben, da zu variieren, unsere Einsätze. So, gucken wir hier nochmal kurz rein. Ich meine, wir kennen ja die Werte jetzt alle. 16,51 in der Liga, 5,77 natürlich deutlich runtergegangen. Die jetzt meinetwegen knapp wieder über 1% nur mit dem gestrigen Spiel. Insgesamt sind es eben diese Anzahl von Einheiten, 3,53% auf 549 Tipps, kann man schon sagen, ist ein bisschen repräsentativ. Hier hätte ich immer gesagt, wir wollen dazwischen liegen, wir liegen dazwischen, aber eben jetzt sogar ein bisschen unter der Mitte, ne? Weil das wäre jetzt 294 knapp, so ungefähr wäre dazwischen oder sogar ein bisschen drüber. Aber klar war das jetzt die schlechte Ausbeute am Wochenende, aber ja, also was soll ich sagen, ich bin zufrieden, wenn ich dazwischen bin, je dichter in der Mitte, aber wir waren eben teilweise auch drüber, naja, was auch immer. Also, jetzt sind wir unterhalb der Mitte, was aber auch akzeptabel ist. So, und jetzt, was wollen wir hier gucken? Na gut, das ist natürlich jetzt hier, es ist schon mal diese Qualitätsbewertung, die wir vielleicht nochmal prüfen sollten. Wie auch immer, Bochum habe ich, ja, hier sind es auch ausgewertet. Ich habe eben mehrere Excel-Dateien, dann kopiere ich das manchmal hier so rein. Wie auch immer, hier könnte man jetzt nochmal die Texte lesen. Die waren angeblich gut. Osnabrück, das war sogar schlecht, habe ich als neutral gezählt, weil das Ergebnis war die ganze Zeit, aber Stuttgart war natürlich klar überlegen, aber Osnabrück hat ja das 0-0 gehalten. Bei der Seite ist ja im Prinzip auch nichts passiert. Heidenheim hat halt ein Tor wieder aufgeholt, in der zweiten Halbzeit reichte eben nicht. Es war trotzdem schlecht, war Hannover zu gut. Aber die anderen beiden waren okay, bei Fürth waren eben genug Situationen da. Das Over war hier gut, das reicht aber nicht fürs dritte Tor, wenigstens dritte. Während die... Das letzte nimmt er mir immer weg, ich weiß nicht warum. Also es steht alles hier unten offensichtlich. Also dass er das nicht hier, keine Ahnung. 1.81 und so weiter, plus 1, ne? Das war aber... gut, glaube ich. Dadurch sind wir hier bei 4-3. Ne? Also trotzdem. Und Wochenende 10-9 ist dann eben trotzdem noch vertretbar. Okay, hier stehen die gleichen Werte. Ich habe das nur rüber kopiert. So, Auswertung gesamt. 2-1, 2-2, 4-3, plus 0,1. Ich meine, das wäre natürlich sowieso jetzt ein vollkommen undramatischer Verlauf. Das ist halt bloß in Kombination mit der ersten Liga. Ne? Na gut, minus 2 Einheiten ist schon auch viel. So, da hatten wir 4-2, 2-4. Habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber das waren eben jetzt 5,05, dadurch halt insgesamt minus 7, über minus 7 oder etwa minus 7. Also sehen wir vielleicht auch hier, wobei wir das erste gewonnen haben, müssen wir also die 1,06 wieder abziehen, sodass wir eben hier bei 26 irgendwas wären und dann bei also 7 Einheiten. So, und hier sieht es natürlich unheimlich rot aus, aber wenn das letzte Spiel dann nochmal, also jetzt habe ich es wieder markiert, da haben wir eins Pari, wir haben keins halb gewonnen, verloren, wo ich dann wieder Schattierungen hier wählen müsste. Aber es ist eben natürlich überwiegend rot. Wobei eben hier dann trotzdem noch die etwas größere Anzahl, aber meinetwegen kann man das dann eben auch kritisch sehen oder sagen, ja, da schmeichelst du dir, dann wäre es halt ein bisschen negativ. So toll waren sie nicht, aber sie waren halt auch nicht katastrophal, würde ich sagen. Es war eben dann nur die Ergebnisse, die einfach nicht so richtig klappen wollten. So, jetzt hätten wir hier nochmal den Blick auf die Spiele. Ich meine, die Begründung jetzt... würden wir halt hinterher sehen, aber hier hat man jetzt eben diesen Heimvorteil, was ich meinte, 15-10. 25 ist halt wieder eine vollkommen normale Zahl, wobei das jetzt gerade von diesem Over da gestern, aber wie soll man das jetzt noch auseinander dividieren hier? Es war halt 15-10, ausgerechnet jetzt kommt eben, nachdem ich gestern diese Auswertung gemacht hatte und dass die Heimmannschaft sogar 2 Tore hinten, jetzt wären sie ja wieder 3 Tore vorne und wenn man gesehen hat, halt, dass die Abweichungen jetzt gar nicht so gigantisch waren, halt, ja, der Heimvorteil ist halt kleiner geworden, jetzt war es mal eine Weile lang nicht so, sind trotzdem noch 3 Tore mehr, so ungefähr, also das würde man zu jeder Zeit hinnehmen. In Österreich eben, also das war auch in der zweiten Liga von Österreich, wo sie jetzt 2 Jahre hintereinander, glaube ich, die Heimmannschaften gar keinen Plus mehr hatten und jetzt ist in Österreich 1 auch, oder müsst ihr jetzt mal genau nachgucken, aber
da würde man dann natürlich schon eher sagen, da passiert jetzt irgendwas. Ne? In der ersten, zweiten Liga hätte ich es jetzt auch ein bisschen mehr so erwartet. War jetzt doch nicht ganz so, jetzt doch wieder durch Corona und so weiter. Aber so, na gut, diese statistische Auswertung sagt eben hier auch, dass sozusagen Heim ganz normal gespielt hat und auch diese Ergebnisse sozusagen realisiert hat. Also sie haben zwar etwas weniger erzeugt, aber auswärts eben auch. Und dann sind eben ungefähr diese Tore, naja, sind jetzt ein bisschen zu viel gefallen. Aber das war halt von den Leistungen her alles irgendwo im Rahmen. Also von daher würde man jetzt gerade am wenigsten aufmerksam werden, ne? Wenn das nur wäre. Na gut, hier hat man halt das, keine Ahnung, warum ich das hier manchmal hin, aber mit der Erklärung oder so. Aber Tradition, was weiß ich. So, und nee, jetzt ganz kurz vielleicht mal geguckt hier, dass man sieht, dass Bochum halt gut war, muss man glaube ich jetzt nicht weiter, also das war auch im Spiel und Kommentar, die natürlich selten gut sind oder meistens am Ergebnis orientiert, aber bei Ecken war halt, aber da hatte der Computer sogar ein Plus für St. Pauli erwartet, das ist halt manchmal kurios, aber das war dann sogar aus üblichen Flanken, mache ich jetzt aus der Passstatistik, Ballbesitz war auch, also das ging alles auf. War okay, 2-0, klar. Und das Over sieht man jetzt hier auch, das ist sozusagen ausreichend. Obwohl ich ein bisschen mehr erwartet hatte, oder hier ja nicht mal. Also war trotzdem indiziert, es war eben okay, weil über 3 Tore bei einer Over 2,5 waren eben okay. Bei Fürth kam es eben auch, 13-10, da hat er ja gar nicht so viel Vorteil erwartet. Auch bei Aufs Tor hat er gar keinen Vorteil erwartet. Bei Ecken hat er einen kleinen erwartet, ist auch gewesen. In Flanken habe ich eben so, aber da war eben die Passstatistik günstig. Habe ich dann eben so, Ballbesitz war aber recht deutlich. Also von daher kann man das jetzt auch nicht groß kritisieren. Natürlich hängt es dann eben zum Teil auch mit der Conversion Rate zusammen. Haben wir oft genug diskutiert, kann ich jetzt nicht alles immer in jedem Satz. Aber eher, also man kann sie kritisch sehen, bloß ich muss sie verwenden. Und das ist dann eben ein sensibler Faktor vielleicht, an dem man auch in der Zukunft, ja, naja, ich wüsste nicht, wie ich da optimieren sollte. Also, weil es halt aus meiner Sicht gut ist, ne? Also wir können das natürlich immer nur über Ergebnisse rechtfertigen. Also ich meine, hier möchte ich jetzt auch gar keine Besonderheiten bei dem Spiel, aber man kann eben immer sagen, jetzt Tabellensituation, man muss schon jetzt sehr aufpassen in der Liga, wer eben jetzt so weit mal zufrieden ist und oben und unten so ein bisschen abgehakt hat. Ne? Hier war natürlich nun irre, dass wen das Spiel gedreht hatte. Ich habe eben gleich 9. Minute und man hat einen Under und dann war es halt überhaupt kein Under mehr, was soll ich machen? Also ich glaube, da habe ich auch schlecht gezählt, oder? Hm. Aber es war eben trotzdem letztendlich ein glücklicher Sieg, aber für uns hat es ja sowieso nicht viel geändert. Also Ecken waren eben dominant, Flanken habe ich sogar Dresden ein gutes, also gute Werte gegeben. Und trotzdem Ballbesitz war eben dann auch recht deutlich, weil Dresden hatte früher viel Ballbesitz, dadurch sind sie da immer noch. Aber das hat ja dann mit dem Trainerwechsel und so weiter viel vielleicht sowieso geändert, aber Dresden erwähnen war halt auf jeden Fall auch schwach mit Ballbesitz. Aber diesmal eben nicht. So. Und der hat eben hier den ganz normalen Vorteil für sie ausgerechnet, haben eben verloren. Natürlich Koczynski und das. Und ja, sie haben eben einen gewissen Wettbewerbsnachteil. Wien ist aber eben, naja, sie haben auch in Hamburg jetzt eigentlich gut gespielt. Hier haben sie auch gut gespielt und so. Und dann sind es eben die kleinen Zufälligkeiten. Ne? Weil ich am Anfang der Saison, als sie so ganz hinten waren, da weiß ich halt noch genau, deswegen Outtakes, dass man hier immer das mal vorspielen könnte aus alten Videos. Aber wo ich dann sagte, guck mal, in ein paar Wochen, Monaten oder nach 15 Spieltagen, da sieht man sie ganz normal in the Mix, dass sie einfach mitspielen, mitmischen, ganz normal, obwohl sie jetzt so abgeschlagen sind. Das kann ich mir gut vorstellen, das habe ich gesagt. Und dann war es eben so eine Weile lang und jetzt sind sie halt mit dem Ergebnis vielleicht dann doch wieder jetzt hinten. Aber es war eben dann die lange Zeit. Es geht ja darum, wie das dann bewertet wird teilweise auch und eben falsch, dass sie dann sagen, so ungefähr wie, haben wir schon den ersten Absteiger gefunden, oder so medial und ich sage dann, warte mal, die können ganz normal mitmischen in der Liga. So, und im Grunde haben sie es getan und wenn sie dann absteigen, ist natürlich trotzdem immer sowieso eine Möglichkeit, aber können ja dann trotzdem auch im Long Run sozusagen sich als ein bisschen schlechter erweisen, aber wenn man eine ganz normale Saison spielt, ich meine, Paderborn wäre jetzt vielleicht von der Größe noch etwas kleiner, also im Vergleich zur Liga, wen zur zweiten Liga ist vielleicht nur sogar noch etwas mehr, weil sie waren ja mal ein paar Jahre auch drin und ist als Paderborn jetzt in der ersten Liga.
Und trotzdem hat ja jeder gesehen, dass Paderborn auch in genügend Spielen mithalten konnte. Und gerade diese 2-3 waren ja x-mal Bayern, Leverkusen da, jetzt gegen Leipzig hätten sie auch gewinnen können und so weiter, wo dann viele Punkte fehlen, die halt auch möglich gewesen wären. Man kann immer sagen, ja, so ganz, so überragend wichtig war es ihnen vielleicht auch nicht. Also dass jetzt sagen, wir müssen drin bleiben und dann alles wir tun, sondern halt ein bisschen Spaß und vielleicht klappt es ja auch auf diesem Wege oder so. Und klar, naja, wie gesagt, bei wen eben dann auch so ein bisschen ähnlich. Aber das Spiel hätte man eben auch gut gewinnen können, dann wäre alles auch wieder normal. Aber es ist ja jetzt auch noch nicht vorbei. Also, wie gesagt, das in Hamburg war ja sogar auch. Und wenn man Hamburg gestern gesehen hat, man sieht ja viel individuell so das. Und also toll, ist wie bei Stuttgart. Aber jetzt eine große Überlegenheit, das sowieso nicht. Und wie Kiel da sich gegen, das war ja überragend. Also Kiel war ja so stark jetzt und das ist ja auch wieder die Mannschaft am meisten über dem Wert. Ich habe ein paar Mal gegen sie gespielt am Anfang und habe auch immer gesagt, naja, warum eigentlich? Weil sie immer in dieser Tabelle weit oben standen. Und da habe ich mich eben ein bisschen geirrt, will ich jetzt gar nicht groß bestreiten. Aber es war ja auch nicht erfolgreich. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie Minus gemacht mit, würde ich sagen. Aber trotzdem stimmte die Einschätzung nicht ganz, dass sie eben jetzt sozusagen die Saison es viel schwerer haben werden als in der davor. Sie haben eben eigentlich Leistungen auf dem gleichen Level geboten. Aber bei Frankfurt war es halt ein bisschen ähnlich. Nur jeder gesagt hat, Abgänge das und wir können sie nicht. Dann haben sie eine Weile gespielt auf dem Level. Und dann wird es doch zu anstrengend. Also da hat man wieder dann so ein Gegenbeispiel, dass es eben dann doch richtig ist, die so ein bisschen runterzusetzen. Obwohl sie teils von den Leistungen halt auch gut waren. Aber da so kompliziert ist es halt. Hier ist natürlich wieder jetzt Kommentierung und so weiter bei Bielefeld-Nürnberg, dass eben da diese Überlegenheit, die er da Bielefeld einredet, weil dann Klos einmal dazwischen, oder war das die Szene, da wurde gar kein Tor draus, ist ja auch egal, aber dass da mal ein Tor fallen, ach, das war der Kopfball, oder wie war das? Hm. Auf jeden Fall erklärt er dann 29 Minuten lang, wie klar überlegen Bielefeld das, verdient der Aufstieg so ungefähr, weil 1-0 ist schon Schlusspfiff, oder ich weiß nicht. Also, und dann kommt, ja, aus seiner Sicht da aus dem Nichts, aber für mich war ja auch Bielefeld nicht, so ist halt immer der Fußball, es passiert eben nichts und eigentlich kann kein Angriff ein Tor werden und dann plötzlich ist er doch drin halt, weil es eben, es ist sehr unwahrscheinlich und irgendwann passiert es halt trotzdem und keiner hat sich da irgendwie jetzt hervorgetan, dass es gleich passieren würde, aber es war ja jetzt auch keine Überlegenheit, er würde ja nie so reden, wenn er den Spielstand nicht wüsste, dann würde er ja sagen, ja, hier passiert nichts, da passiert nichts. Weil es halt immer so ist, aber nicht, dass deswegen der Fußball schlecht wäre. Was sie aber trotzdem reden so. Also so permanent, es fehlt, es fehlt, es fehlt. Das ist das Lieblingswort, was alles fehlt. Aber jedenfalls kam der Ausgleich für mich eben weniger überraschend, denn sie hatten eben kurz davor schon mal so einen Eckball oder so, das war ja nach dem Eckball, glaube ich. Also jedenfalls, wo man dann eben sieht und dann sagt er, ja, das ist hier, wie heißt es immer so schön, Lieferservice für einen Torwart oder was weiß ich, was der eine immer sagt. Nur weil er den Ball gefangen hat, aber man sieht da trotzdem, wenn die Ecke gut kommt oder wie auch immer. So, dann war es halt 1-1 und dann war auch nicht mehr viel. Aber von den Werten her war es also absolut verdient für Nürnberg, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also kann man nicht anders sagen. Er macht hier immer noch ein kleines Plus, eben teilweise auch Conversion Rate, was man ja in Bielefeld sowieso jetzt nicht absprechen kann. Naja, hier kommt nichts mehr bei raus, also ziemlich ausgeglichen halt. Also, war alles okay von der Nürnberger Leistung, natürlich von Bielefeld würde man jetzt sowieso nicht kritisch sehen, zumal einzelne Punkte, die anderen haben ja auch beide nicht gewonnen, also kommen sie ja noch näher. Das wussten sie natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. So, wie auch immer, Regensburg, also das ist ja zum Beispiel, warum kann man hier nicht sagen als Sprecher, der musste ja so lachen, als sie das 2-0 gemacht hat, so ungefähr, als ob Slapstick oder was, oder die... Ich meine, man spürt ja an dem, wenn er lachen muss, dass das halt nicht mit dem Spielverlauf in Einklang ist. Dann kann man es so einfach sagen, warum denn dann nicht das? Also einfach so, die Falschen machen die Tore und dann, ja, wenn man so den Gegner, dann muss man sich nicht wundern und einlädt zum Tore schießen oder so eine Veranstaltung, das ist dann wieder typisch und dann an so einem Tag oder sonst was, ich weiß nicht was. Aber es ist halt alles Quatsch. Darmstadt war klar überlegen und hat eben verloren. Natürlich war da auch eine rote Karte im Spiel. Aber sie waren in allen Werten hier klar überlegen, Ballbesitz und so weiter. Und dann gewinnt eben einfach der Falsche. Was eben vorkommt, diesmal war es Heim, dadurch haben wir auch dieses Heim auswärts, aber ich sage halt kritisch für den Fußball, immer wieder, wenn sich der
bessere nicht durchsetzen kann. Hier war es also auch eher KSC, glaube ich, oder naja, also das wäre halt auch zum Beispiel gewesen, aber hier hat er trotzdem noch ein kleines Plus raus, kann ich jetzt schwer rechtfertigen, also könnte ich halt nur auch wieder über die Conversion Rate. Hier hätte sie sich aber auch realisiert, dass eben Karlsruhe das Tor nicht trifft oder so, aber das Over war es jetzt sowieso nicht, ganz im Gegenteil, also es war halt ein fettes Under. Die haben es dann halt halbwegs geschafft, den Gegner da auch fernzuhalten, weil die 14 Schüsse sind vielleicht okay, aber hier ist es ja auch jeweils drunter und so weiter. Und also das haben wir halt nicht, und das war aber auch schlecht. Ich habe dort das ein Over gehabt oder nicht? Weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, hier könnten wir jetzt eben, also der hat ja hier das optimistisch, diese Chancen von Osnabrück gesehen und naja, so schlimm war, ja, hier zum Beispiel bei dem Eckenwert oder so, ne? Aber ich meine, der Markt hatte ja 1,5 und hier sind es halt 1,24 oder so. Also, oder 1, nee, ein, nee, die Leinen waren nur plus 1 oder wie waren jetzt die Leinen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, neutral gezählt, weil ja das Ergebnis permanent auf ihrer Seite war und das ja jetzt auch nicht so weit entfernt war von dem, was ich hier erwartet habe. Ich habe ja um ein Tor besser, 1,2 waren es, na gut, aber sie haben ja auch Stuttgart sozusagen gut ferngehalten. Also die 1,88 sind ja jetzt weniger als erwartet. Also in dem Sinne ist alles okay. Ein Flankenwert, selbst wenn ich ihn aus den Fingern gesogen hätte, wäre er ja nicht unterhalb des erwarteten Wertes gewesen. Klar könnte er auch über drüber gewesen sein. Na gut, also auf jeden Fall haben wir hier in allen Spielen ja, also Osnabrück hatten wir sogar noch richtig eins. Dass da das andere nicht angezeigt war, weiß ich jetzt nicht, weil das meistens ist. Oder habe ich das nur ignoriert? Oder? Ja, ich kann immer nachgucken, aber so wichtig ist jetzt auch nicht. Der Markt hat aber auch, glaube ich, bis 2,75. Naja. So, Hannover war eben dann doch überlegen, wie ich schon erklärt hatte, auch wenn der Ballbesitz jetzt nachher. Es war eben also ein bisschen erwartet, 0,3, aber dann das Ergebnis, also das ist dann zu viel, um es jetzt als gut zählen zu können, aber das will ich auch gar nicht. Ich bin ja froh, wenn mal eins auch tatsächlich schlecht, aber natürlich könnte man bei den Werten auch sagen, hätte man vielleicht auch trotzdem nicht verlieren müssen. Wir hatten ja Heidenheim, aber es war eine schlechte Wette. Hier haben wir jetzt die Überlegenheit von Kiel. Tatsächlich, also es war ja so bärenstark, wie die gespielt haben, auch wenn ich mal HSV nicht mal, also niemals eine schlechte Leistung oder so, ne? Also es war auch gut. Aber Kiel, was die nachher entgegenzusetzen hatten und der will ja immer abpfeifen oder so. Und man sieht doch, dass sie kurz da im Ausgleich sind und dass HSV dann wirklich nur noch, und hat ja Hecking danach auch gesagt, also nur noch die Bälle raus, dann auf dem Schlusspfiff beten und so. Natürlich ist dann trotzdem Pech, wenn es passiert, aber wenn man das gar nicht mehr schafft, dann kontrolliert rauszuspielen oder so, auch mit der Klasse in der Mannschaft eigentlich, ne? Aber dann sind es natürlich die schlechten Vorerfahrungen, da kann man dann schon sowas ein bisschen mitzählen und sagt, naja, das bahnt sich ja jetzt wirklich an. Nur als Sprecher dürfte man es halt auch merken, ne? Das müsste es jetzt gewesen sein und das und, na, also ich weiß nicht, der müsste doch immer auf Spannung aus sein. Also er spielt, sagt er hier nur 1,5, 1,5, ist auch wahrscheinlich ein bisschen, ja, Conversion Rate, ganz klar, aber das hat sich jetzt nicht vielleicht in dem Spiel, aber über die Saison, und das ist natürlich HSV als Spitzenmannschaft, naja, Kiel hat jetzt eben auch gut gespielt. Okay, ich würde mal sagen, wir sind hier durch und ich mache Schluss, und ist ja trotzdem wieder mehr geworden, als ich wollte, aber ich hoffe trotzdem, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und leave your likes, comments, subscriptions, das ist herzlich willkommen alles, und natürlich auch beim Blog vorbeischauen. Ich werde wieder diese Verlinkung, und ich versuche natürlich da mehr und mehr das alles auch mit Inhalten zu füllen. Und okay, dann bis bald. Ich bin, ja, Donnerstag würde ich sagen, kommt das Vorschau, kommen dann beide Vorschauen. Aber wie man darauf jetzt gespannt ist, kann ich euch natürlich nicht. Freudige Erwartung würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Also ich habe dann natürlich auch ein bisschen Sorgen. Kann ich nicht anders sagen. Ich gucke die Spiele jetzt durch und das und schreibe so raus und alles klar. Aber dann eben zu sagen, ja, okay, das nehmen wir wirklich und so und ja. Also so sieht es halt aus. Tschüss.